Türkgücü München tut sich schwer in dieser Spielzeit. Im zweiten Jahr in der dritten Liga geht der Blick statt wie erhofft nach oben eher nach unten. Türkgücü steht als 16. nur einen Platz vor dem Abstiegsbereich. Seit 3 Spielen leitet Co-Trainer Alper Kanabuya übergangsweise die Mannschaft. Natürlich war es was Besonderes für mich. Ich war zwar hier schon mal Cheftrainer, aber es waren ein paar Ligen drunter. Es war eine große Erfahrung für mich, auch gerade mit den Spielern natürlich, aber die haben mich sehr unterstützt und auch im Trainerteam war auch sehr wichtig. 3 Trainer gab es allein in der Hinrunde. Nach 10 Spielen wurde Peter Ruhmann entlassen. Es folgte Peter Hübala für 7 Spieltage. Alper Kanabuya konnte nur bis zur Winterpause einspringen, weil er keine Fußballlehrerlizenz besitzt. Bis Weihnachten soll ein neuer Cheftrainer gefunden werden. Es liegen 2 Trainern Angebote vor. Wir stimmen nur noch die finanziellen Rahmenbedingungen ab. Dann hoffen wir, dass wir in die Vertragsgestaltung gehen können. Man muss natürlich erstmal schauen, was der Trainer für Pläne hat. Ich werde ihm meine Eindrücke sagen und dann glaube ich, wenn man dann das Diskutieren anfängt, dann findet man zusammen eine Lösung. Wie gesagt, ich hatte noch kein Gespräch mit einem neuen Trainer. Ich weiß es auch nicht, wer es wird. Und ich werde ihm einfach meine Eindrücke mitteilen und dann denke ich, werden wir eine gute Lösung finden für die Zukunft. Am 15. Januar geht es in der dritten Liga weiter. Dann mit dem 4. Trainer bei Türkgücü München in dieser Saison.